Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part schon ein paar schöne Items gefunden, unter anderem Bomben, Ocarina, ein bisschen was für Majora's Mask. Und ich hätte gesagt, wir gehen jetzt erstmal gucken bei Majora's Mask, ob wir da vielleicht irgendwas Tolles mitmachen können. Ne, erstmal. Oh. Ah, guck mal, die Blast Mask für Ocarina of Time. Das ist jetzt zum Beispiel neu. Wir können nämlich jetzt die Bombenmaske in Ocarina of Time benutzen. Das ist schon ziemlich cool. Nice. Und wir haben zwei Rubine. Ja, wir sind jetzt wieder Link. Ja, da hat irgendwie das Pack nicht gegriffen. Also wir hat irgendwie nicht funktioniert, dass Link da auch mit zu Saya wurde. Okay, da ist eine Fee, die brauche ich ja nicht. So, was haben wir denn jetzt für Items erstmal? Wir haben jetzt das. Die Sumpfurkunde. Aber das ist die Sumpfurkunde. Das heißt, die ist für den Berg, ne? Ah, die bringt mir jetzt halt relativ wenig. Aber die könnte ich als Scheißhauspapier benutzen. Das könnte man machen. Die Flaschehammer und natürlich auch die Hasenohren. Das ist ziemlich gut. Und das Schwerthammer. Okay. Das heißt, wir können nämlich auch in der Welt jetzt hier speichern. Das ist schon mal ganz geil. Und haben auch einen Teleportpunkt, sag ich mal. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ihm nützt das ja nichts, weil er will die Land... Oder will er die Sumpfurkunde? Nee. Er will die Mondträne, genau. Er will die Mondträne. Das heißt, das ist schon mal egal. Gut, dann kann man hier schon mal auskundschaften, was denn anstelle der Fee da ist. Ja, wie gesagt, in Majora's Mask bin ich nicht der Beste. So, was haben wir da? You got a golden Scutula Token. Ja, aber, hä? Von was? Das ist mein erstes. Ja, das ist mein erstes goldener... Ah, okay, von Ocarina of Time müsste das sein, oder? Theoretisch schon. So, ein bisschen Geld sammeln. Wir brauchen Geld auf jeden Fall, sobald wir irgendwo einen Shop betreten. Das wird alles sehr, sehr crazy hier, Leute. Ich bin schon echt gespannt, was hier alles passieren wird. Oh Gott. Gut, ich würde sagen, wir kundschaften mal die Häuser aus. Step by step. Gucken, was wir kriegen können. Aktuell haben wir halt kein Geld. Okay, das öffnet alles erst ein bisschen später. Das heißt, ja gut. Vielleicht sollte ich mir erstmal eine Schatzkiste holen oder so. Ein bisschen Geld besorgen. Man kann halt hier oberhalb von den Läden da lang springen. Und könnte sich da was besorgen, eine Schatzkiste. Deswegen mit den Hasenohren müsste das easy sein. Probieren wir mal kurz aus. So ein paar klassische Items müsste man erstmal hinbekommen. So nice. Oh, ich freue mich, Leute. Ich freue mich richtig auf diesen Randomizer. Das, hab jetzt schon keine Ahnung, was passieren wird. Und das bockt halt irgendwie. So, und jetzt können wir nämlich einfach hier rüber. Genau. Und können uns hier schon mal eine Schatzkiste holen. Also mit den Hasenohren kann man da ein bisschen was machen. Ich glaube, es geht aber auch ohne, oder? I'm not sure. So, was haben wir denn hier? Okay, 20 Rubine für Ocarina of Time. Leider nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ah, die Zeit vergeht echt schnell. Wir müssen echt aufpassen, dass wir, schöne Musik. Hi! Ja? Shit. Ah, ich habe falsch getriggert, ne? Ich hätte das früher machen müssen. Na hier. Aber der ist auch erst am letzten Tag da, ne? Ah, ja, da kann man auch nicht so viel machen. Bei der Oma können wir auch erstmal nichts machen. Okay. Oh Gott, Frame-Brüche. Ich hätte gesagt, vielleicht erstmal raus und da ein paar Schätze sammeln. Oder wir gucken uns halt die Läden mal an. Es gibt halt hier viele Sachen, die man noch nicht machen können. Wir brauchen halt Ocarina oder irgendwas Fernkampfmäßiges auch. Was ist da oben für ein Item?
Da sind 100 Rubine. Die könnte man sich erstmal holen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Na toll. So. Und so. Das ist für Majora's Mask. Perfekt, da haben wir ein bisschen Kohle. Sehr schön. Bekommt man hier nicht... Ah, da brauchen wir die Fee erst, genau. Da brauchen wir die Fee. Okay. Dann einmal die Läden auskundschaften. Möglicherweise die Läden, ne? Man weiß ja nicht, was da drinnen sich verbirgt. Wir haben erstmal 100 Rubine, das ist nicht viel. Da kann halt auch, okay. Das ist echt nicht viel. Shooting Gallery. Was ist das denn für Musik? Alter. Boah, das sind schwierige Spiele. Das sind schwere Spiele. Würde ich erstmal auslassen, aber wir merken uns das. Klar kann man da auch ein Item gewinnen, aber schwierig. Schwierige Spiele. Okay. Alles klar. Der trampt hier sein Beat. Das ist auch eklig, ne? Man muss den doch dann so die Musiknoten entlocken und so. Alles ein bisschen schwierig. Earthbound. Mhm. Sinnloser Raum, okay. Und das Ding hat nicht offen, ne? 10 PM. Was? 10 PM? Ach, Nacht. Ja, nachts. Wir könnten hier erstmal ein bisschen Geld einspeisen. Da kriegen wir ja auch ein Item. Mal 200 Rubine da deponieren. Kriegen wir was. Machen wir später. Ich gehe erstmal die anderen Häuser abchecken. Ob wir irgendwo einen Laden finden. Ansonsten würde ich erstmal in die Overworld rausgehen. Wie gesagt, Leute, Majora's Mask ist nicht so mein Game. Habe ich nicht ganz so oft durchgezockt. Finde ich auch cool, aber ich bin da nicht ganz so drinne wie wahrscheinlich ihr. Okay, das bleibt. Das ist richtig, ne? Ah, ne. Normalerweise wäre das hier drinne. So, was haben wir hier? Der möchte dann von den Bergen. Aber gut, das bringt mir ja auch nichts. Sumpfurkunde muss ja erstmal in die Berge. So, da muss ich auch nicht rein. Da war ich auch schon drinne. Was haben wir hier drinne? Okay, das ist der. Der möchte aber erst ein Foto von einer Lady. Dann hätten wir jetzt noch den Eingang. Und dann sind wir ja schon durch, ne? Glaube ich. Oh. Oh, was ist das für Musik? Hat er mir das gerade angezeigt, was das für Musik ist? Hier... Warte mal. Was ist das für Musik? Spirit Tracks. Ach ja. Da muss ich gegen Geister kämpfen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Jetzt gegen Geister zu kämpfen. Ich glaube, das würde ich lieber später machen. Okay. Wir wissen erstmal in etwa, was hier so los ist. Ich gehe jetzt erstmal raus in die Overworld. Ganz ehrlich. Da haben wir auf jeden Fall auch ein paar Schatzkisten, die wir finden können. Was? I wish you a Merry Christmas? Was? Was ist denn hier los? Wie kommt das denn? Wie kommt das denn zustande? So, guck mal, da haben wir nämlich erstmal eine Schatzkiste hier. Was haben wir denn da Schönes? Deko-Nüsse. Naja, in Ocarina of Time.
Deko-Nüsse sind auch nicht schlecht. Hier kriegen wir noch einen Deko-Stick. Das ist jetzt für Majora's Mask. Genau. Kann ich das irgendwo eintragen? Nee, ne? Das ist jetzt nicht so relevant, glaube ich. Nee. Nee. Das ist nicht so relevant. Okay, haben wir hier irgendwo ein Loch? So, da haben wir auch eine. Kriegt man hier eigentlich, kriegt man doch auch ein Item, oder? Erinnerung? Okay, vielleicht doch nicht. Aber... I wish you a Merry Christmas. Na klar. So, hier ist auf jeden Fall ein Loch. Was haben wir hier? Wo führt das hin? Castlevania und... Jetzt sind wir im Ocarina of Time. Ja, aber ich habe keine Möglichkeit, den umzubringen. Und ich glaube, da muss ich dann einen Song spielen, damit ich hier eine Schatzkiste krieg. Oder reicht es, den zu besiegen? Ich weiß es nicht, aber ich kann den aktuell nicht besiegen. So. I wish you a Merry Christmas. Was zur Hölle? Wer hat denn das da reingepackt? Ist das euer Ernst? Das kam super unerwartet. Ja, den Tingel können wir halt auch aktuell nicht runterholen, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Ich kann jetzt hier noch die Eule aktivieren. Ich glaube, wir gehen erstmal in Ocarina of Time zurück, oder? Also richtig was machen können wir hier nicht. Ja, wir könnten jetzt auch in den Sumpf gehen und so, aber wir haben halt echt noch viel zu wenig Stuff, um hier was zu reißen. Ocarina und sowas und eine Fernkampfwaffe. Vielleicht die Dekomaske noch. Wäre so das Mindeste, was wir bräuchten, damit wir hier so ein bisschen was machen könnten. Wir haben halt jetzt auch keinen Laden entdeckt. Sag mal, wir können auch ein bisschen ins Sumpfgebiet rein. Da gibt es auch nochmal ein Item oben auf dem Baum. Bomben habe ich ja hier jetzt auch noch nicht. Wir haben ja die Bombenmaske für Ocarina of Time gefunden. Das heißt, da hinten komme ich jetzt auch nicht weiter. Wir haben hier noch ein Loch. Da können wir nochmal gucken gehen. So, warte mal. Hier irgendwo war ein Loch. Da. Okay, schauen wir hier mal rein. Was kriegen wir denn hier? Und was ist das für eine komische Höhle? An die kann ich mich ja gar nicht erinnern. Bringt mir aber auch überhaupt nichts auf jeden Fall. Da oben ist was. Vielleicht ist da ein Item drin, I don't know. Komische Höhle. Sagt mir jetzt gar nichts, Leute. Diese Höhle. So, da kann ich auch nichts machen, weil ich habe ja keine Ocarina. Blöd. Und es wird jetzt gleich Nacht. Okay, wir haben da hinten noch ein noch ein Loch. Da kann ich auch nochmal rein. Ansonsten hätte ich gesagt, wir gehen nochmal in den Sumpf. Ja, wir gehen nochmal. Wir gehen jetzt mal da in das eine Loch rein, da bei dem Observatorium. Und wenn ich gehe mal Richtung Sumpf. Da können wir zumindest auch nochmal in ein Loch rein. Wir können ja eine Statue aktivieren. Den können wir mal runterholen. Huch. Hä? Funktioniert ja gar nicht. Jetzt. Düdüm. Kriegen wir endlich so ein bisschen Kohle. Genau, und hier haben wir ein Loch. Und da hinten ist aber auch noch ein Loch, oder? Haben wir sogar zwei Löcher. Das ist gut. Das war eine schöne Schatzkiste hier. Herzteil für Ocarina of Time. Perfekt. Nehmen wir mit. Und wieder raus hier. Das ist immer ein bisschen komisch hier, wenn ich rausgewarbt werde, dass der Bildschirm so krass schwarz wird. Ey, kann ich jetzt nochmal?
Schade. Wäre auch ein bisschen gemein gewesen, glaube ich. So, und hier ist doch noch ein Loch, oder? Ja, genau. Da wäre normalerweise der Deku drinne. Wenn wir den beobachten, wie er in dieses Loch reingeht. Vom Observatorium aus. Okay. Auch eher unnützes Item. Und das Loch haben wir ja schon bei Zeldas Schloss gefunden. Okay. Ja, dann bringt es erstmal nichts weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Sumpf. Da können wir vielleicht noch das ein oder andere Item holen. Da können wir auch nochmal einen Laden besuchen. Wir können halt versuchen, noch 200 Rubine im auf der Bank zu platzieren. Da kriegt man auch nochmal ein Item. Und das halt hochwärts zu 5000 Rubine kriegt man da ja jeweils auf verschiedenen Stufen Items. Das könnte man mal versuchen. So. Da oben liegt ein... Was liegt denn da? Hier ist doch auch irgendwo ein Loch, oder? Ja, hier. Alter, die Hunde vor allem, ne? Schön. Also wir kriegen hier viele Items aus Ocarina of Time auf jeden Fall gerade hinterhergeschmissen. Sehr gut. Ja, was heißt Items aus Ocarina of Time? Wir haben viele Höhlen aus Ocarina of Time. Okay, jetzt geht's weiter. Zack. Muss ein bisschen aufpassen. Müssen auf jeden Fall ganz schnell hier hoch. Aber kann ich da nur tagsüber hoch? War dann, da war ein Herzteil jetzt, oder? Ja. Okay. Ein Herzteilchen. So, dann haben wir hier das Gebäude noch. Das wäre jetzt eigentlich die Shooting Area, ne? Die Bogenschießen. Okay, das ist jetzt hier das Ding. Kann ich denn hier mit der Madame reden? Ist sie zufällig gerade da? Shit, die ist nicht da. Mann, von der hätte ich ja auch eine Maske bekommen. Ah! Manno. Schade, von der hätten wir was bekommen. Die ist nicht da. Blöd. Ja, ich habe keine Fernkampfwaffe, das ist halt bescheuert. Das wäre jetzt cool, wenn ich eine Fernkampfwaffe hätte, dann könnte ich da einfach die Fledermaus wegschießen, könnte mir ein Herzteil holen zumindest. Ja, aber ist halt nicht so. Schade. Okay, der Sumpf. Hier können wir nochmal eine Eule aktivieren. Aber viel mehr ist hier ja auch nicht los, oder? Wir könnten dem Affen folgen. Ja, dann kriegen wir nämlich... Dann kriegen wir auch noch mal ein paar Items. Wie war denn das? Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt zur richtigen Zeit noch da bin. Kommt jetzt hier ein Affe? I think so. Jo. Let's go. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Was war das für Musik? Quack, quack. Quack, quack. Hier gab es auch irgendwo noch ein Loch, oder? Ich glaube, wenn man zu einer bestimmten Uhrzeit hierher geht, dann kommt hier auch nochmal ein Loch. So, wir reden mit der, die braucht Hilfe, bla bla bla. Wir können ihr leider nichts geben und jetzt müssen wir zu ihrer Freundin gehen. Zu ihrer Schwester, zu ihrer Freundin. Und das müssen wir am besten machen, bevor der zweite Tag anbricht, glaube ich, ne? Weil sonst geht sie, glaube ich, auf die Suche danach. Und dann können wir das Item vergessen. Normalerweise würdest du jetzt eine Flasche mit
rotem Elixier bekommen. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Shit. Oh nein, was ist denn das? Okay, dann kann ich das vergessen. Ah, ich dachte, ich kriege jetzt wenigstens noch ein Item, aber nein, ist auch nichts los hier. Okay, Leute, wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir können vielleicht den Kuriositätenladen nochmal auschecken. Die Richtung. Wir können halt echt wenig machen. Ich glaube, wir brauchen wirklich erstmal ein paar Masken. Vielleicht die Ocarina, eine Fernkampfwaffe, dann sieht das schon wieder anders aus. Aber aktuell ist hier, glaube ich, noch ein bisschen wenig los. Aktuell können wir echt zu wenig tun. Nee, okay. Leute, wir machen ein bisschen Überlänge, würde ich sagen. Und gehen nochmal schnell in den Kuriositätenladen. Und ja, wenn da auch nichts ist. Wir haben jetzt 175 Rubine. Die 200 würde ich gerne noch machen. Und würde die auf die Bank legen. Das ist vielleicht erstmal ganz gut noch. Ja, wenn wir die irgendwie noch da hinlegen, dann kriegen wir wenigstens ein random Item noch. Hoffe ich zumindest. Weil ich glaube, die ersten Items sind nur 5 Rubine oder so. Weiß nicht, ob die gerandomized werden. Aber wir versuchen es mal schnell noch. Wie gesagt, bei Majora's Mask könnt ihr mir auf jeden Fall noch genug Tipps reinhauen. Da bin ich relativ unerfahren, was das alles angeht. Wenn ihr sagt, ich könnte hier noch irgendwas machen. Aber ich glaube, es ist wirklich besser, wenn wir erstmal in Ocarina of Time noch ein bisschen farmen gehen. Oder sammeln gehen. Weil da können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Und wir haben halt die Bombenmaske für Ocarina of Time jetzt bekommen. Auch interessant. Sehr interessant. Muss ich erstmal gucken, wie das überhaupt funktioniert mit den Bombenmasken. Oder mit der Bombenmaske an sich, mit den Items, die man da switcht. Müssen wir mal gucken. So, wir gehen jetzt mal das Geld noch schnell auf die Bank bringen. Wir können nochmal, warte mal, wir können nochmal zu dem Typen gehen. Der macht doch normalerweise, gibt der uns nicht auch irgendwas, der hier? Oder versucht er uns was beizubringen? Der gibt uns doch was, ne? Ha, 5 Rubine. Danke! Meine Güte. Wahnsinn. Boah, wir kriegen halt echt erstmal gar nichts, ne? Zero-Zeug kriegen wir hier. Wir könnten halt das Shooting-Spiel noch machen, aber ganz ehrlich, dann hört es halt schon langsam auf. So, was haben wir denn hier drin? Einfach Carveys Haus. Das ist auch ein bisschen random. Gott. Ja, was befindet sich denn in Carveys Haus? Gott. Hä? Hey, das ist doch voll scheiße, oder? Ich muss doch zu einer bestimmten Uhrzeit mit dem reden irgendwie. Sag mir mal bitte, ob das überhaupt möglich ist, dann diese Quest abzuschließen. Ich bin gerade sehr verwirrt. Muss man das nicht mit dem Postboden irgendwie timen? Bam. Stempel drauf. So, 200 Rubine und wir kriegen... okay. Wir kriegen das Bobonshu-Pack für Ocarina of Time. Ja, warum nicht? So, 200 Rubine haben wir abgegeben. Ja, dann würde ich sagen, wir kehren dann im nächsten Part wieder zurück nach Ocarina of Time. Und machen da erstmal weiter. Oder? Ich denke, das ist erstmal die bessere Lösung. Wir brauchen hier erstmal Items, sonst geht da nicht viel. Items und Geld. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich gehe noch schnell zurück in Ocarina of Time. Zu unserem Randomizer. Dann geht's hier auf jeden Fall weiter. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch Schönes machen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.